Herzlich willkommen bei Winkelbauer. Hier an unserem Standort in Anger, mitten im steirischen Apfelland, fertigen wir hoch verschleißfeste Ausrüstungen für die Recyclingindustrie und hochwertige Ausrüstungen für den Baumaschinenbereich. Unter nachhaltigen Lösungen verstehen wir eine papierlose Fertigung. Da war die No-Code-Plattform Tulip der richtige Ansatz, um das auf die Wege zu bringen. Mein Name ist Michael Winkelbauer, ich bin seit 1986 im Unternehmen. Ja, unsere Wurzeln als Schmiede gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der Betrieb wurde 1945 dann hier in Anger von meinem Großvater gegründet und mittlerweile ist mit meinem Sohn Stefan auch die vierte Generation im Unternehmen. 5 Hektar Gesamtfläche, davon 11.000 Quadratmeter Produktionsfläche und aktuell beschäftigen wir ca. 160 Mitarbeiter. Wir verarbeiten hochverschleißfeste Stähle. In Summe sind das ca. 6.000 Tonnen Stahl, die wir verarbeiten, davon gute 4.000 Tonnen hochverschleißfeste Hardungsstähle. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind wir immer zukunftsorientierte Wege gegangen. Wir sind bereits Ende der 80er Jahre die ersten Schritte in die CNC- und CAD-Technik gegangen. Also wir haben sehr früh auf CAD umgestellt. Wir haben auch sehr früh ein ERP-System eingesetzt. So war es eigentlich sehr logisch auch, dass man mit Tulip einen Weg in die weitere Digitalisierung in der Produktion und die ersten Schritte zu einer papierlosen Fertigung gestartet haben. Mein Name ist Stefan Winkelbauer. Ich bin bei uns im Familienbetrieb zuständig für Digitalisierung im Produktionsprozess. Wir nutzen aktuell eine CLX 550 zum Drehen, zwei DMC 90U und eine DMF 36011 sowie die Softwarelösung Tulip von DMG Mowing. Wir haben 2020 mit einigen kleinen Anwendungen gestartet und sind mittlerweile bei mehreren hundert Anwendungen von der Arbeitsanweisung bis zum Prüfprotokoll und zum Montageprozess. Für uns war es wichtig, dass wir eine No-Code-Lösung benutzen. Einerseits wollten wir, dass der Werker aus dem Betrieb die Arbeitsanweisungen selbst gestalten kann, dass wir keinen externen Partner oder Programmierer brauchen und dass die Arbeitsanweisung auch richtig hands-on ist. Wir haben mit Tulip eigentlich die kompletten Schulungsunterlagen für alle Roboter digitalisiert. Und da war für uns der große Vorteil, wir sind von 3 bis 4 Monaten Schulungsdauer auf 2 bis 3 Wochen gekommen. Im Montageprozess finden bei uns viele Seriennummern geführte Teile zueinander und gehen dann in eine Seriennummer über. Mit Tulip haben wir eine Lösung gefunden, das alles in einem Programm festzuhalten und eine lückenlose Nachfolge des Produkts zu gewährleisten. Ich glaube, das große Ziel bei uns muss mit der Digitalisierung sein, dass wir die Effizienz steigern, das Know-how speichern und alle Daten immer für jeden verfügbar machen im Haus.